Der perfekt erhaltene Schenkelknochen eines Compsognathus. Wirklich? Oh, nein. Das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Ich weiß, was das Problem ist. Es braucht zwei Räder, nicht nur eins. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Ja, jetzt sollte es nicht mehr zur Seite kippen und nur im Kreis fahren. Vielleicht kann ich helfen. Fantastisch! Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Man jagt den Radarstrahl in den Boden und der Knochen reflektiert das Bild. Das Programm ist unglaublich. Noch 2 Jahre. Wir brauchen nicht mal mehr zu graben. Wo bleibt denn da der Spaß? Das wären 2-Meter-Truthahn. Juhu! Thank you.
Wer sind Sie eigentlich? John Hammett. Ich besitze eine Insel, eine Art biologisches Reservat. Spektakulär, ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Na ja. Wir versuchen es. Sie würden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Willkommen im Jurassic Park. Bei der Straße da drüben finden Sie ein Fahrzeug, das Sie zum Besucherzentrum bringt. Jurassic World. Bitte steigen Sie in ein Fahrzeug, um zum Ferienkomplex zu gelangen. Sie haben Ihre Meinung geändert? Was steht denn frei? Schwamm drüber. Andere Mütter haben auch nette Kinder. Thank you.
jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen, nicht aus den Schalltafeln. Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Die Spezies der Ferriformern ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen in diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Grant, liebe Dr. Sattler, willkommen Jurassic Park. Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. Nichts. Diese Tore bewegen sich nicht, bis jemand die ganzen Rädchen und so einsetzt. Mir soll's recht sein. Schließlich gibt es auf dieser Seite nur Pflanzenfresser.
Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von den Essstrengen in Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Park Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Also gut, füttern wir diese zu groß geratenen Eidechsen. Kommen Sie schon, los. Diese Käfige sind einfach nicht groß genug. Da passt ja kaum eine Ziege rein. Nur noch die Kuh. Gehört das nicht zur Gehegeschalttafel?